die blaue Runde. Schönen guten Tag aus dem Landtag Brandenburg. Hier ist die AfD-Fraktion. Und es ist wieder soweit. Es ist Plenarwoche im Brandenburger Landtag. Das Februarplenum. Der erste Tag ist durch und er begann mit einem echten Aufhorcher und Hingucker. Gesetzt von der AfD-Fraktion, nämlich mit einer Aktuellen Stunde zum Thema Masseneinwanderung in Brandenburg. Und der erste Redner des heutigen Plenartages war der Fraktionsvorsitzende der AfD, Dr. Christoph Bernd, den ich jetzt ganz herzlich bei uns im Podcast in der Blauen Runde begrüße. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, hallo Detlef und hallo liebe Hörer. Masseneinwanderung in Brandenburg als aktuelle Stunde. Das Ganze vor dem Hintergrund vermutlich auch des Hilferufs, den wir ja alle vernommen haben in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen von den Landräten bei uns im Land Brandenburg, die gesagt haben, bis hierher und nicht weiter. Wir sind tatsächlich an der Grenze und nichts geht mehr. War das der einzige Grund, Christoph, oder gab es noch andere Gründe, diese aktuelle Stunde jetzt seitens der AfD-Fraktion anzuberaumen? Ja, das hätte schon gereicht, aber es sind ja nicht nur Landkreise, es sind Kommunalverbände, es sind mittlerweile ja auch christdemokratische Politiker, es sind Realos bei den Grünen. Also es sind ganz viele Stimmen, die sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Das ist das eine, aber viel wichtiger als die Stimmen ist einfach die Situation. Und die Situation ist so, dass wir im letzten Jahr eine Einwanderung nach Deutschland und nach Brandenburg hatten, die 2015 in den Schatten gestellt hat. Und dass auch in diesem Jahr wieder mit einer hohen Zahl allein für Brandenburg mit 26.000 Migranten gerechnet wird. Und dass uns das natürlich alles über den Kopf wächst, dass das Probleme aufwirft, die einfach nicht mehr zu beheben sind. Und dazu kommt noch, dass eben, wenn ich von Problemen rede, ist das eben so abstrakt und so nüchtern, dass wir einfach erleben, was los ist. Wir haben die Ereignisse in der Silvesternacht gesehen und wir haben jetzt zu dieser Tage eben immer wieder Berichte auch aus Prenzlau gehört, wo wirklich Migranten, vorwiegend Tschetschenen, die Einheimischen anhalten, terrorisieren. Also die Situation ist unhaltbar. Es muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Das waren jetzt so kurze Einblicke in die Landkreise, aber das ist ja ein Problem, das tatsächlich das gesamte Land Brandenburg betrifft. Ganz wichtig, um das überhaupt einschätzen zu können, sind ja Zahlen. Da gab es gewisse Differenzen, wenn ich das so am Rande richtig mitbekommen habe, in der Landtagssitzung heute. Ihr habt einen Antrag eingebracht, einen sehr umfangreichen, auf den wir wahrscheinlich auch nachher noch zu sprechen kommen werden, Christoph. Und ihr habt das alles unterfüttert mit Zahlen, die ihr Berichten entnommen habt des Innenministeriums des Landes Brandenburg. Da geht es um die Leute, die eigentlich unser Land sofort verlassen müssten, um die Menschen, die abgeschoben werden müssten. Bring uns da mal auf den aktuellen Stand. Wie sehen die Zahlen da aus? Was ist in Hinsicht auf Abschiebungen im vergangenen Jahr passiert? Was hätte passieren müssen? Also es gibt in Brandenburg derzeit über 10.000 sogenannte Ausreisepflichtige, von denen 2.500 sofort abgeschoben werden könnten und nach Rechtslage abgeschoben werden müssten. 2.500 tatsächlich das Land verlassen haben. 172 durch Abschiebung und nochmal gut 300 freiwillig, also insgesamt 500. Und das ist dann nur ein Fünftel von denen, die das Land hätten verlassen müssen. Das ist die Lage. Und das ist die Lage, die von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Also das Recht wird hier überhaupt nicht durchgesetzt, was die Abschiebung von Menschen angeht, die kein Recht haben, hier in Deutschland mehr zu sein. Gibt es denn seitens der Landesregierung irgendeine Art von Rechtfertigung, die da ins Feld geführt wird? Sagt Innenminister Stübgen, warum so wenig abgeschoben wird, oder bleibt das alles total im Dunkeln? Ja, dann kommt der Hinweis darauf, dass es so schwierig ist und dass das aufwendig ist und dass es viel Geld kostet. Also es wird ein bisschen hin und her geredet und vor allem wird das Thema nicht angesprochen, sondern es wird darauf verwiesen, dass ja 300 freiwillig gegangen seien. Übrigens auch von den Koalitionsfraktionen wird das gesagt, sozusagen als ob das irgendwas erklären würde oder irgendwas richtigstellen könnte. Es bleibt dabei, dass in 80% der Fällen das Recht nicht durchgesetzt wird. Also der Staat gibt sich damit zufrieden, dass in 4 von 5 Fällen gegen das Ausländerrecht verstoßen wird, eigentlich überhaupt nicht hinnehmbar und auch nur zu erklären dadurch, dass im Grunde der politische Wille für Abschiebungen nicht da ist. Der politische Wille in der Regierungskoalition in Berlin sowieso, aber auch, denke ich, in der Brandenburger Koalition ist der, möglichst viele Ausländer hier im Land zu haben und im Land zu lassen und möglichst wenige rauszubringen.
Und die Grünen haben sich heute im Brandenburger Landtag hingestellt, nachdem du den Antrag vorgestellt hattest, und haben gesagt, oh, wie kommen sie denn auf diese Zahlen? Da kommt man ja überhaupt nicht drauf, außer man würfelt sich die. Die Fraktion der Grünen hat dann aber ganz schön eine Schlappe einstecken müssen, weil die Zahlen sind ja dann vom Innenminister in der Sitzung nochmal bestätigt worden. Also die sind korrekt, die Zahlen, mit denen ihr arbeitet. Die Zahlen sind richtig. Ich habe ja dann, das waren die Grünen, das war auch die CDU-Abgeordnete, die dann unsere Zahlen in Frage stellte. Also das war offensichtlich eine Strategie der Koalition, die Glaubwürdigkeit unserer Argumentation zu schwächen, indem sie sagen, wir arbeiten mit falschen Zahlen. Auf Nachfrage konnten sie keine Belege geben und wir haben ja dann nachgefragt, wir haben auch den Innenminister nachgefragt und der hat bestätigt, dass alle unsere Zahlen richtig waren. Das ist schon mal gut, das geklärt zu haben. Die AfD-Fraktion arbeitet mit korrekten Zahlen, denn nichts ist wichtiger, wenn man ein Problem beschreiben will, dass man tatsächlich weiß, worüber man redet. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück zu den Landräten, gehen nochmal zurück in die Landkreise, Christoph Berndt, wenn ich darf. Wie ist denn die Situation ganz konkret vor Ort? Du hast Prenzlau bereits angesprochen. Da gibt es Jugendbanden, migrantische Jugendbanden, die sowohl Jugendliche als auch Erwachsene in der Uckermarkstadt terrorisieren. Das wird ja nicht das einzige Problem sein, dass es aktuell mit Migranten, mit sogenannten Flüchtlingen bei uns im Land Brandenburg gibt. Wie sehen die weiteren Probleme aus? Also es geht erstmal darum, dass unsere Systeme, Sozialsysteme überlastet sind, dass das Geld fehlt, dass Unterbringungen fehlt. Welche Probleme stehen da noch an? Es gibt aus meiner Sicht vier große Probleme. Das erste ist, das ist unbezahlbar. Ich habe ja gesagt, im letzten Jahr sind 43.000 Migranten nach Brandenburg gekommen, in diesem Jahr 26.000. Eine realistische Schätzung sagt, das kostet 3 Milliarden Euro. Allein die Versorgung und Unterbringung dieser 22.000 oder 23.000 gekommenen Migranten kosten 3 Milliarden Euro. Das wäre ein Fünftel des ganzen Brandenburger Landeshaushalts. Da wird auch Geld vom Bund kommen. Aber wer wie viel es Geld gibt, diese Fragen stellen wir und stelle ich seit Wochen und Monaten und habe noch keine ordentliche Antwort gekriegt. Also erstmal, das ist auf Dauer nicht mehr zu bezahlen. Noch schlimmer finde ich das zweite Problem, dass die Infrastruktur überfordert wird. Du hast es angesprochen, so viele Wohnungen sind gar nicht mehr aufzutreiben. Wir haben ja, und ich denke, dass wir noch unsere Hörer mitbekommen haben, in den letzten Monaten, ja fast in den letzten Jahren kann man sagen, dass überall freie Wohnungen mit Asylbewerbern, mit Asylanten besetzt wurden. Natürlich war die Strategie, diese Personen dezentral unterzubringen, um unschöne Bilder zu vermeiden. Aber das ist jetzt an seine Grenzen gestoßen. Es gibt praktisch keine freien Wohnungen mehr. Und das ist der Grund auch, warum die Landkreise und Landräte jetzt warnen und sagen, wenn das so weitergeht, müssen wir Turnhallen in Beschlag nehmen, wir müssen wieder Containerdörfer aufstellen oder Zeltstädte bauen, weil so viele Leute kommen, dass wir die gar nicht unterbringen können. Also das sind die Wohnungen und da hängt natürlich noch mehr dran. Schulen, Arztpraxen, Dolmetscher, Polizei, Sozialarbeiter, Verwaltungsaufwand, also diese Betreuung, diese Rundumbetreuung der Migranten macht ja einen ungeheuren Aufwand, also materiell und auch einen personellen hohen Aufwand. Und der ist überhaupt nicht so zu erfüllen wie die Frage mit dem Geld. Wir haben ja in Corona-Zeiten gesehen, auch wenn es um die Euro-Rettung ging, wie schnell man Euronoten drucken kann. Aber Schulen aus dem Boden stampfen, Lehrer aus dem Boden stampfen, Ärzte aus dem Boden stampfen, das geht eben nicht so schnell. Und deswegen dieser Aufschrei aus den Kommunen und Landkreisen, die Infrastruktur ist überfordert. Und das dritte Problem, das ist, dass einfach der innere Frieden kaputt geht, dass wir Konflikte schüren, weil einfach hier unterschiedliche Lebensarten aufeinandertreffen, weil hier unterschiedliche Kulturen aufeinander sprechen und weil offensichtlich doch, es sind nicht alle so, Gott sei Dank, aber doch Leute ins Land kommen, die sich an unsere Regeln nicht halten wollen und die hier sich zum Herrn im Land aufschwingen wollen, wie zum Beispiel diese tschetschenischen Banden in Prenzlau und ähnliche Erfahrungen gibt es ja auch aus Cottbus. Und darunter leiden zum Beispiel immer wieder natürlich die Schwachen, die Frauen, aber eben auch Schüler und Schulkinder. Und das habe ich ja schon damals in Cottbus erfahren, haben sich schon hilfesuchend Schüler an uns gewendet, weil sie von Migranten terrorisiert wurden. Gewalt gegen Schüler ist das eine Problem und das andere ist, dass mit einem zunehmenden Anteil von Schülern, die kein ordentliches Deutsch sprechen, auch die Qualität des Unterrichts dramatisch abnimmt. Und dann gibt es noch ein viertes Problem, was, finde ich, nicht genügend gewürdigt ist. Das ist das Problem der Gerechtigkeit und damit das Problem des Sozialstaates. Mhm. Wenn also Migranten ins Land kommen, die nie in die Sozialsysteme eingezahlt haben, aber einen großen Anteil der Leistungen aus den Sozialsystemen empfangen, dann stellt sich die Frage der Gerechtigkeit. Wenn also, um genauer zu werden, 40%
der Bürgergeldempfänger, also der früheren Hartz-IV-Empfänger, 40% der Bürgergeldempfänger gar keine Bürger dieses Landes sind, sondern Ausländer sind. In Brandenburg sind 37. Dann stellt sich elementar die Frage der Gerechtigkeit. Und diese Frage der Gerechtigkeit ist für unseren Sozialstaat grundlegend. Denn Gerechtigkeit ist die Grundlage für die Solidarität, die den Sozialstaat erst ermöglicht, dass die Leute und die Menschen, die mehr können und die mehr haben, abgeben für diejenigen, die weniger können und weniger haben. Das ist ja das Prinzip des Sozialstaats und damit der Solidarität. Wenn diese Verteilung der Leistung nicht mehr gerecht ist, dann nimmt natürlich auch die Bereitschaft, Schaden abzugeben. Und dann wird aus dem Sozialstaat bestenfalls noch ein Zwangsstaat, jedenfalls der Gedanke des Sozialstaats, nimmt dann enormen Schaden. Also, wir haben zusammengefasst 4 Problemkomplexe. Wir haben die Frage der Finanzierbarkeit. Wir haben die Frage der Überforderung der Infrastrukturen. Wir haben die Frage von Gewalt und innerem Frieden. Und wir haben die Frage von sozialer Gerechtigkeit und Sozialstaat. Das sind die großen Themenkomplexe. Und die Fragen müssen beantwortet werden. Wenn wir weiterhin diese Zuwanderung in dem Maße dulden, wie sie ist, dann wird unser sozialer Staat kaputt gehen. Das ist völlig absehbar. Es muss eine Umkehr gehen um den Preis, dass wir unser Land nicht wiedererkennen. Christoph Berndt, kann man so weit gehen, dass wir mit der ja nach wie vor unbegrenzten Masseneinwanderung nach Deutschland, der Masseneinwanderung zu uns ins Land Brandenburg, dass wir tatsächlich den sozialen Frieden inzwischen durch das Agieren der Altparteien in Gefahr sehen? Auf alle Fälle. Also den sozialen Frieden und den inneren Frieden hat ja auch einen engen Zusammenhang. Natürlich. Wir sehen, es ist einfach eine Tatsache, die keiner wegleugnen kann. Das gehört auch zu den Zahlen, die aber gar nicht erst bestritten haben, die Koalition und auch nicht der Innenminister, dass Ausländer bei zum Beispiel Gewaltstraftaten wesentlich höher in der Kriminalstatistik auftauchen als Einheimische. Es gibt einfach ein Problem. Wir haben Zuwanderer. Wir haben, wie gesagt, nicht alle Zuwanderer, aber wir haben allzu viele Zuwanderer, die einfach kriminell sind und damit den inneren Frieden kaputt machen. Und wie gesagt, das zweite Problem ist, dass die Überforderung der Sozialsysteme und die Ungerechtigkeit in der Verteilung der Sozialleistungen eben auch den Sozialstaat in Frage stellt oder einfach beschädigt und kaputt macht. Probleme erkennen und Lösungen liefern. Wir fühlen den Abgeordneten auf den Zahn. Sie hören die Blaue Runde, den Podcast aus dem Brandenburger Landtag. Wir reden mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, mit Dr. Christoph Berndt, über den ersten Tag des Februarplenums mit dem großen Thema Masseneinwanderung in Brandenburg, gesetzt von der AfD-Fraktion als Aktuelle Stunde. Ihr von der AfD-Fraktion habt in aller Deutlichkeit heute das Problem beschrieben mit insgesamt 3 Rednern. Du warst einer davon. Ihr habt natürlich nicht nur das Problem beschrieben, sondern ihr habt auch Lösungsvorschläge geliefert, und zwar einen ganzen Katalog an Lösungsvorschlägen und das Ganze verpackt in Forderungen an die Landesregierung. Insgesamt waren es 10 Vorschläge. Vielleicht können wir nicht alle aufzählen, aber wir könnten mal auf die wichtigsten gucken. Was fordert ihr als Allerwichtigstes, um dieses Problem bei uns in Brandenburg in den Griff zu kriegen? Was müsste eine Landesregierung tun, die tatsächlich den Bürgern dieses Landes verpflichtet ist? Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie so in Gruppen zusammenfassen können. Also das Erste ist natürlich mal eine Kontrolle der Grenzen, eine Kontrolle über die Migration. Das ist ja auch ein Problem, dass die Regierung kein echtes Bild hat. Vor kurzem ist ja berichtet worden, dass immer wieder auch abgeschobene Straftäter, Sexualstraftäter illegal nach Deutschland einreisen und sich hier tummeln. Offiziell weiß man jetzt von 6.000, die mal aufgegriffen wurden. Die Dunkelziffer dürfte natürlich viel höher liegen. Also Forderung natürlich ordentliche Grenzkontrolle, auch des Grenzabschnitts nach Polen. Und dann die Forderung damit zusammenhängt, dass man sich dann über die Bundesrepublik auf EU-Ebene dafür einsetzt, dass das, was im EU-Gipfel diskutiert wurde und am deutschen Widerstand scheiterte, durchsetzt, dass man nämlich die Außengrenzen der EU jetzt wirklich mal sichert und nach unserer Auffassung mit Grenzzöllen sichert. Wir haben ja gesehen an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland und wir haben es auch gesehen, glaube ich, in Ungarn, dass Grenzzäune ein sehr wirksames Mittel sind, um illegale Einwanderung zu verhindern. Also Grenzkontrollen, ganz wichtige Forderung. Und dann eine Forderung, dass wir ein ordentliches Lagebild Migration haben, dass wir uns mal wirklich einen kompletten und richtigen Überblick verschaffen über die Situation, wie viele Migranten kommen wirklich und was kosten sie, welche Leistungen nehmen sie in Anspruch und wer bringt diese Leistungen. Also das nennen wir Lagebild Migration. Es gab sowas Ähnliches andeutungsweise
zu Beginn des Krieges in der Ukraine, als ganz viele Ukrainer ins Land kamen. Da hat die Regierung regelmäßig Berichte über das, was sie dazu wusste, veröffentlicht. Und dann im Spätsommer letzten Jahres, als praktisch kaum noch Leute aus der Ukraine kamen, aber wieder massenhaft Leute über die Balkanroute, also Syrien, Afghanistan, Nordafrika, da hat sie das Bild eingestellt. Und das ist unmöglich. Also wir brauchen ein vernünftiges Lagebild über die Migration, wozu eben alles gehört, auch abgelehnte Asylantragsteller. Und dann nächster Themenkomplex. Natürlich, aus unserer Sicht ist natürlich die beste Lösung, wenn Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, das Land wieder freiwillig verlassen. Und wenn man dafür Anreize gibt, wenn man mit denen redet und Bedingungen schafft, dann ist das zu begrüßen. Ansonsten muss man dafür sorgen, dann wieder über die Bundesebene, dass auch mit den Ländern gesprochen wird und Abkommen geschlossen werden, die sich weigern, abgeschobene Asylbewerber wieder aufzunehmen. Das darf nicht sein. Da gibt es dann politische oder auch wirtschaftliche Möglichkeiten, solchen Länder schon dazu bewegen, dass sie das unterlassen und dass sie ihre Staatsbürger dann wieder zurücknehmen. Und auch das muss man tun. Dann haben wir noch den konkreten Vorschlag oder die konkrete Forderung, dass man sicherstellt, dass der Ausländeranteil von Schülern in unseren Schulklassen eben nicht 10% übersteigt, um das zu vermeiden, was wir vorhin diskutiert haben, dass der Unterricht kaputt geht, aber auch nach Möglichkeit zu vermeiden, dass einheimische Schüler von ausländischen Schülern terrorisiert werden. Weiterhin geht es um Maßnahmen, die den Anreiz verhindern, nach Deutschland zu kommen. Und das würde auch bedeuten, dass man bei Asylbewerbern das Prinzip Sachleistung vor Geldleistung wieder einführt. Und dann noch einen letzten Punkt, das ist bei uns der Punkt 10 unserer Forderung, über den heute nicht diskutiert wurde, aber über den wir bei nächster Gelegenheit wieder diskutieren werden, ein Rückkehrprogramm für ausgewanderte Deutsche aufnehmen. Denn, das ist immer ein Punkt, uns wurde ja damals 2015 ein neues Wirtschaftswunder versprochen, wegen der Flüchtlinge. Und nun stellt sich heraus, von den Syrern zum Beispiel, die 2015 gekommen sind, arbeitet maximal ein Viertel. So, von wegen Wirtschaftswunder, kein Wirtschaftswunder. Und wie gesagt, mittlerweile sind 40% der Bürgergeldempfänger Ausländer. Also, wir haben seit 2013, 14 etwa 10 Millionen Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind. Und trotzdem wird der Bedarf an Fachkräften, das heißt an Fachkräften und Arbeitskräften grundsätzlich immer größer. Also hier stimmt grundsätzlich was nicht. Wir haben eine massenhafte Einwanderung ins Land und wir haben dennoch einen massenhaften Mangel an Arbeitskräften. Da wird deutlich, dass die Menschen, die ins Land kommen, eben nicht, oder viele von denen, die ins Land kommen, eben nicht die Arbeitskräfte sind, die wir brauchen oder auch nicht bereit sind, die Arbeit aufzunehmen. Und das muss sich ändern. Deswegen die Kontrolle der Migration. Auf der anderen Seite verlassen ja viele qualifizierte, gut ausgebildete und auch jüngere Leute Deutschland, weil die Verhältnisse schlimm sind, weil es keinen Spaß macht oder weil man im Ausland auch besser verdienen kann. Darüber wurde ja in den letzten Tagen auch in der Presse berichtet. Und auch da ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie kann man möglichst viele von diesen Menschen, von diesen in aller Regel sehr qualifizierten Menschen zurückholen, weil wir die wirklich dringend brauchen. Nun habt ihr eure Forderungen schriftlich vorgelegt im Landtag Brandenburg heute als Antrag. Ihr habt sie auch mündlich nochmal begründet. Wie sahen die Reaktionen der Altparteien aus? Gab es da sowas wie eine Einsicht für das, was ihr da gefordert habt? Bei den Linken, da bin ich mir ganz sicher, überhaupt nicht. Was von der AfD kommt, ist ganz schlecht und was in diesem Bereich von der AfD kommt, noch viel schlechter. Aber wie sah es bei den anderen Parteien aus? Die CDU stellt ja den Innenminister, der hatte heute auch Redezeit. Hat man da so vielleicht ein bisschen merken können, dass die eine oder andere Forderung, die die AfD aufstellt, da auf sowas wie einen fruchtbaren Boden fällt? Oder ist da Hopfen und Malz komplett verloren, auch bei Innenminister Stübken von der CDU? Gut, da werden wir mal differenzieren. Jetzt gehen wir mal zu den anderen. Erstmal Linke, hast du gesagt. Da gab es auch irgendwie noch eine Zwischenfrage von dem Fraktionsvorsitzenden der Linken, der eigentlich kein Dummkopf ist, aber der heute wirklich eine ausgesprochen schlichte oder törichte Frage gestellt hat. Ging es nämlich darum, dass der Innenminister Stübken, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden, so wie er es auch in den vergangenen Tagen schon in der Presse gesagt hat, auch heute in der Landtagssitzung davon sprach, wir müssten die Zuwanderung begrenzen und Rückführungsprogramme auf den Weg bringen. Mhm. Also war die Frage an ihn von den Linken, ja, wie verträgt sich denn das mit der Menschenwürde? Wie verträgt sich das mit der Menschenwürde, wenn wir jetzt den Zugang nach Deutschland begrenzen wollen? Also unterstellt, es gehört unmittelbar zur Menschenwürde, dass jeder auf der Welt, der will, nach Deutschland kommt und
in Deutschland bleiben kann. Und wenn man dem widerspricht, dann verstößt man gegen die Menschenwürde. Das ist natürlich eine völlig irre und irrsinnige Forderung, weil es natürlich gar nicht möglich ist, 10 Milliarden Menschen in Deutschland aufzunehmen und weil es auch nicht zur Menschenwürde gehört, sich in Deutschland aufzuhalten, ein Land, was übrigens Linke und andere ja für einen Hort des Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit halten. So, also der Beitrag der Linken war dann zu vernachlässigen, aber auch der Beitrag der Freien Wähler, die tatsächlich gar nicht so frei im Landtag Brandenburg sind, sondern ängstlich bemüht sind, sich in allem von der AfD abzugrenzen. Der Vertreter der Freien Wähler vermied eine Auseinandersetzung mit uns, indem er nur über Flüchtlinge aus der Ukraine sprach, die ja gar nicht das Problem sind, weil der größte Teil von ihnen privat untergebracht ist. Die Flüchtlinge oder die Asylanten, die unsere Infrastruktur überfluten, das sind eben halt diejenigen, die über die Balkanroute kamen. Insofern war der Beitrag der Freien Wähler völlig daneben. SPD war unauffällig uninteressant, habe ich gar nichts Spezifisches in Erinnerung, außer dass dann im Grunde die Migrationspolitik verteidigt wurde und dann am Ende so ein paar Bemerkungen kamen, ja, wir müssen gucken und müssen sehen und es gibt ja auch die Probleme in den Gemeinden. Kein Lösungsvorschlag, nichts Konkretes, nichts Fassbares. Grüne hatten wir schon gesagt, also auch wieder nur Versuch, unsere Zahlen schlecht zu reden, Menschenwürde uns gegen Menschenwürde gegen uns in Stellung zu bringen, nach dem Motto, wer eine Zuwanderungsbegrenzung fordert, ist ein Unmensch. Das kann man alles inhaltlich vergessen. Ja, bei der CDU, vor allem beim Innenminister, gibt es dann schon andere Nuancen. Er hat sich ja auch öffentlich dazu geäußert, dass wir Zuwanderungsbegrenzung brauchen und Rückführung brauchen. Er hat versucht, dann irgendwie zu jonglieren. Er sprach davon, dass es die Wahrheit quasi in einem Zangengriff wäre der Extreme. Die einen Extremisten würden sagen, niemand darf kommen und niemand darf bleiben. Damit meinte er uns. Und die anderen Extremisten würden sagen, jeder soll kommen und jeder darf bleiben. So, da hat auch noch unser parlamentarischer Geschäftsführer, der Dennis Holoch, ihm dann in so einer Kurzintervention auch sehr gut entgegnet. Das ist natürlich alles Quatsch, weil in gewissen die CDU ja durchaus zu diesem Extrem, jeder darf kommen und jeder darf bleiben, gehört. Die CDU hat unter Angela Merkel, und damals war der jetzige Innenminister Bundestagsabgeordneter, die Grenzen geöffnet. Und die Bundesregierung auch unter Angela Merkel hat dafür gesorgt, dass praktisch kaum jemand von denen, die gekommen ist, das Land wieder verlassen muss. Und also in Brandenburg ist es auch so. Wir haben ja vorhin über die Zahlen der Abschiebung gesprochen und der Innenminister in Brandenburg ist, soweit ich mich erinnere, Michael Stübgen von der CDU. Also verbal hat er schon sich abgegrenzt, auch von dem, was Grüne und Linke sagen. Er hat dann verbal eigentlich sogar vielen Punkten, auch wenn er es gar nicht wollte, zugestimmt, die wir gesagt haben, nämlich wir brauchen eine Zuwanderungsbegrenzung und wirklich eine Offensive darin, diejenigen, die hier im Land nicht sein dürfen, aus dem Land rauszubringen. Ob das mehr ist als Wahlkampfgetöse, das darf man bezweifeln. Ich habe ihm gesagt, Herr Stübgen, wir sollen Ihnen das abnehmen nach den Erfahrungen, die wir mit Ihnen haben. Übrigens gehört zu diesen Erfahrungen auch, dass er 2019 die AfD und die Junge Alternative und auch den Verein Zukunft Heimat unter die Beobachtung des Verfassungsschutzes gestellt haben, weil diese, die AfD, die Junge Alternative und Zukunft Heimat es gewagt hatten, gegen die Asylpolitik und gegen die Politik der offenen Grenzen zu protestieren. Mhm. Also, ob das mehr ist als Wahlkampfgeklingel von Herrn Stübgen, das wird man sehen. Taten haben wir von ihm bisher noch nicht gesehen und solange keine Taten sind, verbuche ich das alles auch als vorgezogenen Wahlkampf. Wahlkampfgeplänkel, also das, was vom Innenminister Stübgen kommt, etwas vorgezogenes Wahlkampfgeplänkel, sagt Christoph Berndt nach diesem ersten Tag des Februarplenums im Brandenburger Landtag. Jetzt müssen wir zum Schluss, Christoph Berndt, noch über eines reden. Das war ein großer Antrag, das war eine Aktuelle Stunde. Ein Antrag, den ihr eingebracht habt, der dann zur Abstimmung im Brandenburger Landtag stand. Ich traue es mich fast nicht zu fragen. Ich muss es aber trotzdem machen. Wie ist die Abstimmung ausgegangen, Christoph? Der Antrag wurde abgelehnt. Es gab keine Enthaltung. Das heißt, alle haben gegen den Antrag gestimmt. Auch die Freien Wähler sollten alle nochmal im Blick haben. Also für alle, die sich da noch Gedanken machen, wie denn ihre Wahlentscheidung im Jahr 24 aussehen könnte, bitte behalten Sie das im Hinterkopf. Der Antrag der AfD-Fraktion mit 10 Vorschlägen, wie
das Chaos der Masseneinwanderung hier bei uns in Brandenburg beendet werden könnte, ist von allen Parteien des Brandenburger Landtages, natürlich mit Ausnahme der einbringenden Partei der AfD, abgelehnt worden. Das war, Christoph Bernd, viel Arbeit, die sowohl die Abgeordneten als auch die Referenten der AfD-Fraktion in diesen Antrag, in die Aktuelle Stunde Massenmigration, gesteckt haben. Keine komplett verlorene Arbeit, denn die Anträge sind noch da, sie liegen da, sie verschwinden auch nicht für alle Ewigkeit in der Schublade. Nein, sie verschwinden nicht für alle Ewigkeit in der Schublade. Wir werden jetzt aus diesem großen Antrag, der mit den 10 Einzelpunkten zur Abstimmung gestellt wurde, mehrere Einzelanträge machen. Unter anderem auch, denke ich, das werden wir schon im März machen, die Einrichtung eines Remigrationsbeauftragten. Das hatte ich vorhin sogar vergessen. Wir fordern das, so ähnlich wie es mit dem Datenschutzbeauftragten ist, diesmal fordern wir mal die Einsetzung eines Beauftragten. Eigentlich gibt es ja zu viele, aber den brauchen wir. Eines Beauftragten, der darauf achtet, dass in allen Bereichen der Landesverwaltung darauf geachtet wird, dass nach Möglichkeit die Remigration durchgesetzt wird. So, und das wird ein erster Antrag sein, den wir im nächsten Monat einbringen. Und wir werden dann auch die anderen Punkte Punkt für Punkt als Anträge in den Landtag einbringen. Und wir werden dafür sorgen, dass das Thema Asyl und diese Problematik nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. Die Not ist viel zu groß und wir brauchen dringend eine Umkehr der Asylpolitik. Wir brauchen im Land Brandenburg einen Remigrationsbeauftragten. Christoph Bernd, du hast es eben gesagt. Wir haben eigentlich in Brandenburg zu viele Beauftragte. Da müssen wir auf einen verzichten. Welchen streichen wir, um einen Remigrationsbeauftragten einsetzen zu können? Ist ganz schwer, aber ich hätte dann doch noch einen. Heute hat ja der Landtag Brandenburg die Polizeibeauftragte des Landes Brandenburg gewählt. Das ist Frau Inka Gossmann-Reetz. Das ist die sicherheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, die pikanterweise den Antrag auf Einrichtung eines Polizeibeauftragten in den Landtag Brandenburg eingebracht hat. Also den Zufall. Was für ein Zufall. Also es ist unfassbar, wenn die Abgeordnete, die einen Gesetzentwurf einbringt, in der nächsten Sitzung des Landtages den Job bekommt, den dieses Gesetz eingeführt hat, dann ist die Scham völlig verloren gegangen. Sagt Christoph Bernd, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Brandenburger Landtag. Er fordert neben vielen Dingen, die wir heute besprochen haben, einen Remigrationsbeauftragten für unser Land und würde dafür sehr, sehr gerne auf den gerade geschaffenen Posten der Polizeibeauftragten des Landes Brandenburg verzichten. Über diese Personalie und die Frau, die dahinter steckt, Frau Gossmann-Reetz von der SPD, reden wir dann am Samstag in der Blauen Runde mit dem sicherheitspolitischen Sprecher der Fraktion, mit Wilko Müller. Für heute bedanke ich mich sehr beim Fraktionsvorsitzenden, bei Christoph Bernd, für seine Zeit. Dankeschön, Christoph. Danke, Detlef, und allen Hörern einen schönen Abend oder einen guten Tag, je nachdem, was Sie uns hören. Und den Hörern der Blauen Runde danke ich sehr dafür, dass Sie den Weg auch heute zu uns gefunden haben. Wir freuen uns immer, wenn Sie da sind, wenn Sie die alternative Meinung aus Sicht der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag in diesem Podcast mitnehmen. Und noch mehr freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Am Mikrofon war Detlef Rier. Danke für den Moment. Bis demnächst. Die Blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Bei Apple, Google, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.